Also, nimm das, Mann. Hier ist mein Beweis. Was ist das? Die Kamera. Der Zeuge sagte, dass er die Kamera neu bekommen hatte. Ja, das weiß ich. Der Richter weiß was. Wow. Er wusste nicht genau, wie sie funktionierte. Auch das weiß ich. Ah! Korrekt. War mal hätte Cody im entscheidenden Moment woanders hinsehen sollen, weil er mit seiner Kamera beschäftigt war. Bam, endlich, yeah. Er versuchte ein Foto zu machen. Hey! Volltreffer. Was ist Ihr Problem, Alter? Macht es Ihnen Spaß, kleine Kinder einzuschüchtern? Anzugreifen, nicht einzuschüchtern. Gute Arbeit, Phoenix. Cody hat gelogen, ganz klar. Du hast clever erkannt, dass er nicht einfach nur seinen Helden zusehen konnte, ohne ein Foto zu machen. Genau. Cody, es kann nur einen Grund geben, warum du den Kampf nicht gesehen hast. Und der ist, dass du ein Foto machen wolltest. Aber da du keine Kamera hattest, da du deine Kamera erst neu hattest, kanntest du dich damit noch nicht aus. Also hast du den wichtigen Teil des Kampfes verpasst. Stimmt das? Ja. Nun, Phoenix. Ich wette um alles, dass er noch mehr verheimlicht. Lass ihn nochmal aussagen. Einverstanden. Mia meint es ernst. Euer Ehren. Die Verteidigung bittet um eine erneute Aussage von Cody Hackens. Na schön. Cody, kannst du uns bitte über deine Kamera erzählen und erklären, warum du kein Foto vom Kampf machtest? Willkommen in der Realität, Junge. Danke, Phoenix, dass du mich daran aufnimmst. Nein, kein Foto. Ja, sie haben recht, Alter. Erst die Samurai war gerade den Klauen des Bösewichts entkommen. Dann nahm ich die Kamera, um ein Foto zu machen. Aber die Linse ging nicht rechtzeitig auf, sodass ich es verpasst habe. Das ist alles. Yep. Irgendwas, was Ihnen an der Aussage nicht gefällt, Wright? Ich bin mir nicht sicher. Ich würde gerne mit dem Kreuzer fortfahren. Natürlich willst du fortfahren, Mann. Kein Foto? Fragezeichen. Ja, Sie haben recht, Alter. Ich hab recht, ja. Alter. Ja, Alter, Sie igelköpfiger Opa. Opa? Mein Name lautet Herbus. Ich bitte, ich schätze. Bärtiger Gentleman, oder? Ja, ich schätze, dass ich der bärtige Gentleman bin, oder so ähnlich, ha. Darum hasse ich Erwachsene. Sie sind alle so selbstsicher. Okay, runter mit den Samthandschuhen. Sag aus, Zeuge. Sag aus. Aber Logo. Der Stil-Samurai war gerade den Klauen des Bösewichts entkommen. Hast du gesehen, wie der Kampf anfing? Logo. Fiel dir dabei etwas Ungewöhnliches auf? Naja. Der Stil-Samurai bewegte sich etwas seltsam. Bewegte sich seltsam? Da nahm ich die Kamera, um ein Foto zu machen. Warum konntest du kein Foto machen? Meine neue Kamera hat zu viele Knöpfe. Ich wusste nicht wie. Ich versuchte ein Foto zu machen. Echt? Aber die Linse ging nicht rechtzeitig auf, sodass ich es verpasst habe. Als sich die Linse öffnete, was war da zu sehen? Naja, auf dem Boden lag jemand. Und das ist die Samurai. Das ist alles. Yep. Das ist alles? Ja, ich sag doch, ich mach da kein Foto. Ich hätte schon eins gemacht, sobald die Linse offen war. Macht der wirklich kein Foto? Kein einziges? Hart angreifen, los. Mach ihn fertig, Phoenix. Na, er hätte auf jeden Fall ein Foto gemacht. Es muss etwas geben, das ich verwenden kann. Cody? Hör zu, Cody Hackens. Ich weiß genau, was an dem Tag passierte. Du machtest ein Foto. Hä? Volltreffer? Woher wissen Sie das? Ich sehe es durch all deine Lügen, Cody Hackens. Das ist eine meiner Kräfte. Wow. Was für ein Gefühl.
Ja, ich mache da ein Foto. Würdest du bitte deine Aussage entsprechend ändern, Cody? Ich machte ein paar Fotos, aber es war zu spät, also löschte ich sie wieder. Du hast sie gelöscht? Ja. Warum löscht du ein Foto von deinem verehrten Caesar-Morein nach dessen Sieg? Naja, wissen Sie... Warum sollte ich so ein Foto behalten wollen? Er wird immer unkooperativer. Ich finde besser schnell einen klaren Widerspruch oder einen soliden Beweis. Wie kann ich in einer so kurzen Aussage Ungereimtheiten aufdecken? Es muss eine Schwachstelle geben. Bring jetzt ans Licht, Phoenix. Finde heraus, was der Junge zu verbergen hat. Bla 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 bla. Ja, er würde sie niemals löschen. Wegen dem, oder? Weil, naja, enthält Foto jedes Sieges aus dem Kampf, den der Caesar gewonnen hat. Und ich hatte recht. Schulterklopf. So, Cody. Was? Mann, immer wenn sie Cody sagen, kommt hinterher etwas Schlechtes. Ich wollte mich nur bedanken, dass du mir das hier neulich gegeben hast. Hä? Oh, richtig. Was sagtest du mir dabei noch? Ich gehe zu jeder Live-Vorführung. Ich mache immer ein Foto, wenn das dieser Moment den finalen Schlag landet. Zarab! Ich habe sie alle. Ich habe keins verpasst. Eine perfekte Sammlung. Cody, hast du ein Foto gemacht, das jetzt dieser Moment über den besiegten Gegner zeigt? Wenn du eins gemacht hast, kann ich mir kaum vorstellen, dass du es gelöscht hast. Hättest du es nicht für dein Album behalten? Mr. Herr Wright, um was für ein Album geht es eigentlich? Es heißt Weg zum Ruhm. Es ist eine Sammlung von Fotos mit dem Stil-Samurai von Cody Hackens. Er sagt, es sei eine perfekte Sammlung jedes gewonnenen Kampfes des Stil-Samurai. Ich verstehe. Finden Sie das nicht auch sehr seltsam, Euer Ehren? Unter all diesen Fotos vom Caesar ist keins von jenem Tag. Ruhe! Herr Wright, haben Sie dafür eine Erklärung? Wenn der Caesar gerade seinen großen Gegner besiegt hat, erwarte ich davon eigentlich ein Foto in diesem Album. Genau das meine ich, Euer Ehren. Nein, Moment! Das ist nicht möglich! Phoenix? Ich glaube, wir sind endlich der Wahrheit auf der Spur. Und was für eine Wahrheit? Mir. Wir sind uns da sicher. Machte er wirklich... Ja. Ich bin mir sehr sicher, dass du auf der richtigen Spur bist. Sag es ihnen, Phoenix. Sag ihnen, was wirklich passierte. Herr Wright, bitte erklären Sie dem Gericht, was hier vorgeht. Warum gibt es in dem Album kein Foto von Ihnen? Vom Tag des Mordes. Warum hätte der Junge das Foto löschen sollen? Oh ja, das Foto war unscharf. Das wäre ihm scheißegal. Also, er löschte sie aus Versehen, hat er nicht. Er hat sie noch, glaube ich. Ja, gut, da muss er uns die Samurai ja unterlegen haben. So, oh mein Gott! Nein! Und dann, ja. Bam. Mir fällt nur ein einziger Grund ein, Euer Ehren. Die Samurai verlor den Kampf. Darum löschte Cody diese Fotos. Sie meinen, ist die Samurai unterlag? Nun, Cody, ich habe recht, nicht wahr? Sag die Wahrheit, der Böse besiegt den Samurai. Nein, niemals, nein! Okay, ich bin doof, aber egal. Das ist unmöglich, der Samurai verliert niemals. Also habe ich doch recht, oder? Ich weiß es nicht mehr, warum? Ich habe es durchgespielt, trotzdem weiß ich es nicht mehr. Na, egal. Er verliert gegen keinen, niemals! Euer Ehren, mit seinen Worten hat der Zeuge alles gesagt. Ich hab doch recht gehabt. Ja, ich weiß es doch noch. Und ich habe schon an meinem Verstand gezweifelt. So, es gab einen Grund, warum er uns anlog und sagte, dass er kein Bild machte. Aus demselben Grund löschte er auch seine vorherigen Fotos. Für Cody war es unvorstellbar, dass der Caesar-Mann besiegt werden konnte. Aber Cody wurde Zeuge des Unmöglichen. Er sah mit an, wie das dieser Samurai verlor. Aber zu...